So, doch, guten Morgen. Ich habe eine relativ bescheidene Nacht hinter mir. Ich habe mehr oder weniger auf Etappen geschlafen. Ich habe mehr weniger geschlafen, wie überhaupt geschlafen. Grund ist, es war einfach scheiß kalt. Ich habe keine Isomatte dabei gehabt. Ich dachte, das geht ohne, weil ich musste Gewicht sparen, ich musste ein bisschen Platz einsparen. Ich dachte, Schlafsack und Kleidung würde reichen, aber es kam von unten so kalt die Nacht. Ja, ging nur auf Etappen schlafen, weil alle paar Minuten musste ich mich drehen, anders dahin legen, weil es einfach zu kalt wieder war. Ja, und dementsprechend fit fühle ich mich jetzt auch gerade. Ich denke, ich mache das heute so, weil ich brauche keine zweite solche Nacht. Ich denke, ich werde von hier aus jetzt dann weiterfahren, die reguläre Strecke bis Hauenstein. Und dann werde ich Hauenstein einfach die Tour unterbrechen, mich heimbewegen und bei Gelegenheit dann die restliche Tour einfach nachholen. Ja, ich denke, so mache ich das. Da habe ich jetzt drin geschlafen, wobei zur Hälfte jetzt aufgedeckt vorne rum. Deswegen jetzt mal richtig auf. Weil ich werde mir dann jetzt noch mal was Warmes kochen, weil ich friere jetzt wirklich noch. Hängematte mit Netz, Schlafsack drin. Ja, jetzt habe ich geschlafen. Und rund das Rad. Machen wir jetzt dann noch schön was zu essen. Schön warm essen jetzt. Und dann heißt es raus in die Sonne. Hoffe, damit es warm wird. Himmel sieht jedenfalls mal gut aus, soweit was ich sehe. Aber ich habe noch keine Kontaktlinsen drin. Ich gucke noch komplett schielt, voll der Maulwurf gerade. Ja. Und dann mache ich hier Ordnung. Und dann geht's los. Das Wetter scheint doch recht schön zu sein. Die Sonne strahlt auch richtig gut. Da habe ich gestern Abend zu Nacht gegessen. Und hier geht es jetzt weiter. Jetzt fahre ich schon die ganze Zeit hier an so Felsklippen entlang. Das sieht schön aus. Sau cool. Das ist ein Pfad, so wie er mir gefällt. Das ist nicht. Also das würde ich jetzt schon eher als Premium-Wanderweg anerkennen. Schöner schmaler Pfad. Und immer Felsen. Jetzt gut. Ein Kilometer vielleicht. Sehr schön aus. Sehr cool, sehr cool. Hier wird scheinbar alles geklettert. Da oben ist ein Sicherungshaken, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich glaube, hier wird auch was geklettert.
Ja, wieder am Schieben. Sehr cool. Saufelsen. Ah, darunter geht's auch schön. Herbert Stuppi. Jetzt haben wir es mal löst, es ist passiert. Der Weg war richtig schön flowig, neben Felsen, immer ein paar Steine im Weg drin. Also es war schön zu fahren, so ein bisschen technisch, aber auch viel flowig zwischendrin. Und die Landschaft so schön. Jetzt habe ich doch aber glatt irgendwo zwischendrin Abzweigen verpasst und bin auf dem falschen Pfad. Jetzt muss ich ein paar Meter zurück. Laut dem GPS. Ja. Und ich schätze mal, so 500 Meter muss ich jetzt zurückfahren. Etwa. Und dann zurück auf den Pfad. Ja, passiert. Wenn man halt einmal nicht aufpasst, die Zeichen übersehen und falsch abgebogen. Bin jetzt an der Kreuzung. Hier bin ich reingefahren. Man beachte hier die Beschilderung. Man kommt von hier. Man soll hier rein. Aber wenn ich jetzt von hier komme, dann sehe ich hauptsächlich erstmal das Schild mit dem Pfeil nach links. Und deswegen bin ich jetzt geradeaus weitergefahren. Aber ein bisschen weiter rechts, weiter links sieht man, da ist ein Pfeil, der zeigt nach rechts. Und da am Baum ist auch das nächste Symbol. So schnell kann man irregeführt werden. Das hätte man hier bestimmt ein bisschen besser lösen können. Aber naja, gut. Also ich bin zwar gerade voll im Sonnenschein, aber vor mir sehe ich dunkle Wolken. Schwarze, dunkle Wolken. Ja, ist jetzt nicht so schön. Auch wenn die Aussicht immer noch schön ist. Schöne Aussicht. Auch wenn es da oben so dunkle Wolken hat. So eine schöne Aussicht. Haben auch nicht gegen den geschotteten Weg. Naja. Also das Wetter ist heute kälter wie gestern. Ich könnte eigentlich schon wieder meine Jacke anziehen. So vom leichten Frösteln her. Die Sonne hat sich auch wieder verschluckt. Bin gespannt, ob es doch noch anfängt zu regnen. Im Wetterbericht war es zumindest mal die Rede davon. Also im Internet das Wetter. Hieß es ja, sollte heute wieder leicht schauern. Ja, aber ich will es nicht hoffen. Na, wo hängst du jetzt? Und da haben wir die Burg Gräfenstein. Dann kommen wir jetzt auch noch dran vorbei. Also bin jetzt gerade auf dem Weg nach oben an die Burg, an die Burgruine. Aber ich habe hier das Gefühl, das wäre ich hier schon mal gewesen. Das kommt mir alles ein bisschen bekannt vor. Hier der Weg hoch. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht war ich schon mal in meinem früheren Leben der Burgherr von Gräfenstein. Das ist der Ausblick von der Burgruine Gräfenstein. Ganz oben auf dem Bergfried.
Das hier sind die Merzalpen. Alpberg hat die Ortschaft ein Stückchen durch die Merzalpen durch. Und dann hier hoch. Wetter ist so lala. Da hinten scheint auch eine Burg zu sein. Räder, wo man da hinten am Horizont sieht, das müssten die sein bei Rotalpen und Pirmasens, glaube ich. Bin mir mal gerade nicht sicher. Da hinten sieht man eine Ortschaft. Und ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt weiter muss. Weiter geht's in die Richtung. Hier lang. Bin mir gerade nicht sicher. Da hinten sehe ich einen Turm auf dem Berg. Das ist vielleicht auch noch irgendwas. Da hinten könnte auch was sein. Ich erkenne es gerade schlecht. Ich muss stark die Augen zusammenkneifen bei dem Licht hier. Und beim Wind. Da machen mir meine Kontaktlinsen halt wieder Probleme. Ja, aber ansonsten schöne Aussicht. Ich mache jetzt noch ein paar Bilder mit dem Handy. Freundschaften unter die Nase gerieben bekommen. Ich glaube wirklich, ich muss jetzt dann dahin, in die Richtung. Weil jetzt kommt der höchste Anstieg überhaupt. Und da ist auch ein fetter Felsen drüben auf dem Hang. Also ich weiß, damit jetzt der höchste Punkt kommt, nach der Burg, auf der ganzen Tour. Und ja. Und ja halt, ne? Ja, weil ja. Ist richtig schön hier.